Heute ist dieser ganz besondere Tag, an dem ich Barbie das schönste selbstgemachte Geschenk der Welt überreiche. Perfekt für unser Dienstagsritual. Oh, Ken! Ist denn schon wieder Dienstag? Danke! Oh, es ist ein Taffy! Was ist passiert? Was ist denn? Ist alles okay? Taffy hat Kens Geschenk verschluckt. Ein entzückendes... Ken, wie würdest du dein Geschenk beschreiben? Ist doch jetzt egal, es ist futsch. Ihr könntet, naja, warten. Es muss ja wieder nach draußen, oder? Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten doch einfach den Verkleinerer benutzen. Wir lassen uns auf Mini-Größe schrumpfen und holen das, Ken, wie nennt sich dein Geschenk? Okay, Skipper, zuerst musst du die Ausrichtungseinstellung einrichten und ja, dann... Ja, 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 schon klar. Direkt voraus. Igitt, Hundemundgeruch. Der Mund einer Puppe ist angeblich viel unhygienischer. Dieser Mund ist hygienisch. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich weiß nicht, Barbie. Irgendwie habe ich ein sehr ungutes Gefühl. Los, suchen wir dein Geschenk und dann schnell wieder raus. Sie sieht hungrig aus. Barbie, wir sollten uns beeilen. Ich muss all diese Sachen mitnehmen. Es hängen so viele Erinnerungen dran. Hundefutterangriff! Sehr gute Idee, Chelsea. Oh, holst du ihr Wasser? Okidoki. Barbie, wir müssen hier raus, so schnell es geht. Ich bin sofort fertig. Oh nein! Meine Lieblings-Taffy? Genau, du. Und zwar nur du. Ganz ruhig, Süße. Ganz ruhig. Süße Taffy. Wir müssen hier raus. Und zwar sofort. Ich muss doch nur noch dein Geschenk holen, Ken. Das, wie nennt man das? Das spielt doch gar keine Rolle mehr. Hier ist es. Jetzt können wir los. Sieh nur. Ich sehe es. Ich sehe es. Danke, Leute. Zum Glück habe ich mein... Ken, was genau ist das eigentlich? Es ist eine duftende Gummikerze. Cool. Ich danke dir. Hey, gut gemacht. Ich finde, die duftet herrlich.